heaven is out of reach. And there's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Gameplay von Black Ops 3. Diesmal wieder ein Commentary. Und ja, diesmal auf der Map Infection. Eine ganz gute Runde wieder. Und ein ganz gutes Team sogar diesmal. Da werden wir gleich am Anfang schon weggeholt von einem Autosniper. Was im Hardcore wirklich krass nötig ist. Also das ist noch schlechter als, noch nurbiger als ein Shotgun. Das ist einfach nur so lächerlich, dass manche die überhaupt spielen. Ein normaler Sniper, okay. Aber ein Noob-Sniper, wo du einfach nur spammst. Das ist, da brauchst du nichts können. Gar nichts brauchst du da können. Jedenfalls haben wir hier schon wieder drei weggeholt am B-Spot. Und links außen auch ein. Jetzt warten wir, weil wir wissen natürlich, der kommt wieder. Holen den und pushen gleich weiter nach vorne auf A. Nee, doch nicht. Wir laufen noch in die Mitte und dann auf A. So, da ist einer getötet worden. A können wir vielleicht sogar einnehmen. Ja, sieht gut aus. Da liegt noch einer, den nehmen wir uns. Sichern Alpha. So, der ist geklärt, der Spot. Das heißt einnehmen und dann alle weiter. Dann werden wir angeschossen, der ist aber tot. So, Hellstorm haben wir, die können wir gleich mal einsetzen. Bei C. Oh, jawoll. Bam macht's. Und vier Leute sind weg. Schöne Hellstorm. Mal wieder eine gute. So, rechte Seite. Müsste wer kommen. Das sagt uns die Drohne. Da kommt er. Und, oh mein Gott. Ja, ich glaube, das war so, dass ich da auf die Minimap kurz geguckt habe mit einem Auge. Und er da irgendwie dann genau in dem Moment kam, als ich da unten hingeguckt habe. Das war ein bisschen doof. Konnte ich meine Talon jetzt nicht holen. So, da kommt keiner. Gehen wir mal links rüber. Ich muss sagen, unser Team war von Anfang an schon ziemlich gut. Also man merkt ja schon, dass man hier über B hinausgehen kann. Was bei Infection ja meistens nicht der Fall ist, dass man ja um B immer rumfightet. Aber wir kämpfen meistens über B hinaus, also zu den Spots hin. Das war schon ziemlich gut eigentlich. Drohne nähert sich. Den haben wir auch, schön Heady gegeben. Hinten war noch einer. So, den holen wir uns auch noch, oder? Wo sind sie, wo sind sie? Wieder, der wollte die Drohne abschießen. A nehmen wir jetzt mal nicht ein. Ich mach die Drohne an und warte erstmal. Lauf in die Mitte. Da müsste welche sein. Ja, genau, da ist einer. Und da unten campt er. Den habe ich nicht gesehen, weil er nicht direkt an der Flagge war, weil nicht verlieren dran stand. Das ist ein bisschen doof, dass der so doof war und nicht gebacken bekommen hat, da die Flagge einzunehmen. So, er will da hinter dem Stein campen, nichts da. Kriegt er nicht hin. Ich glaube, das war sogar ein Prestige 8 oder so. Oder Prestige 7. So, und Spezialfähigkeit hat es auch gut gebracht. Wissen wir sofort, dass einer kommt. Gehen über außen, schießt einer. Den holen wir uns doch. Und da hinten müsste auch einer sein, genau. Den holen wir uns nicht. Den holen wir uns aber und der tubt uns weg. Geil. Ja, entweder müssen sie snipen, autosnipen, Shotgun oder tuben. Also anders geht's einfach nicht. So, was geht's hier ab? In der Mitte ist noch einer, da. Den holen wir uns. Da war noch einer. Und da werden wir hergeholt von der Mitte. Ich muss sagen, der Snowball hat mich, glaube ich, als einziger von den Gegnern mehrmals weggeholt. Ich glaube, die anderen waren nicht so pralle. So, zweite Runde schon. Dieses Mal nur 10 Minuten. Es ging ziemlich schnell eigentlich. So, bei C gespawnt. Oder bei A. Bei A. Genau. So, A einnehmen.
Sichern Alpha. Und rechts außen wieder. Beste Pose überhaupt. Der Feind hat C. Oh, kommt da einer? Da kommt er schon. Und er läuft mir in die Flinte. Also ganz ehrlich, sowas hasse ich, ne? Zum Beispiel, wenn du ne, vor einer geilen Streak bist, ne? Und dir einfach einer in die scheiß Flinte läuft, er überhaupt nichts gebacken bekommt. Dann stirbt man einfach und verliert die Punkte. Das ist einfach so richtig lächerlich. Solche Typen, die könntest du... Oh. Nee, darf ich mich gar nicht drüber aufregen. Mitte haben wir geholt, jetzt gehen wir wieder rechts rüber. Und da ist einer, den holen wir uns auch. So, linke Seite ist keiner. Rechts ist auch keiner, hinter uns ist auch keiner. Da ist... Wo kam er denn jetzt her? Jetzt und der auch noch. Er kommt einfach aus dem Nichts da, ja, ohne Scheiß. B. So. Wir verlieren A. Gehen wir mal auf C. Ne, gehen wir auf B. Da muss irgendwo wer liegen. Da wirft er seine Semtex erstmal. Meine Teammates müssten sie jetzt eigentlich einnehmen, die Flagge. Ja. Vorräte unterwegs. So, den holen wir uns auch noch. Sichern B. Verbündete oben ist noch einer, dann liegt eine Stolperfalle. Erstmal weggehen. So, den oben holen wir uns noch. Der da unten auf der Straße, der ist tot. Den holen wir uns. Sogar Geist. Hellstorm haben wir wieder. Und unten kommt einer. So. Den haben wir, sehr schön. Hinter uns wieder. Schießt einfach mal durch die Wand. Aha. Ich wurde erstmal von der durch die Wand beschossen. Und dann wurde ich erlegt. So, den holen wir uns noch. Oh, sogar zwei, ja. So. Prestige 9, schön. Prestige Level 9. So, B ist, sind ja zwei, glaube ich. Einer, der andere ist auf dem Spot. Genau, da ist er. So, da hinten ist noch einer. Der rennt aber weg. Oben im Fenster ist, glaube ich, noch einer gewesen. So, der wollte uns von hinten nehmen. Das kann er vergessen. So, rechts außen könnte sogar wieder wer kommen. Da müssen sie herkommen eigentlich. Genau, da kommt einer und noch ein zweiter. Drohne an. Und da kommt noch einer. Könnte auch von rechts kommen, da ist er schon. Und fällt einfach mal runter. Er ist aber so richtig schlecht, ey. Snowball. So, machen wir das gleich nochmal. Und er failt schon wieder, man ist... Ne, das ist diesmal der Russe. Snowball kommt diesmal von hinten. Wie auch immer er da langkommt. Ich habe keinen Plan. Linke Seite ist ein Stolperfalle, rechts ist der Gegner. Den kriegen wir leider nicht. Und da kommt wieder auch Snowball. Ich weiß nicht, wie er manchmal an solche Spots kommt, aber es ist echt scheiße. Da ist echt keine Schnitte, wenn du dagegen einen kämpfst und der dann irgendwo auf deinem Spawn rumcampt. Das ist schon echt lächerlich manchmal. So, was haben wir hier? B ist von denen übernommen worden. Den holen wir uns erstmal mit dem Weitschuss. B wird von uns gesichert. Müssten wir eigentlich bekommen. Rechts kommt keiner. B wird eingenommen wieder. So. B ist abgesichert. Verbündete Vorräte. Jetzt dachte ich eigentlich, jetzt kommen ein paar. Aber irgendwie war da nichts los. Deswegen bin ich jetzt mit dem Typen weiter nach vorne gegangen. Und dann kamen sie natürlich wieder. Immer wenn man sich bewegt, ist es doch klar. So, dann dachte ich mir, okay, da kommt einer. Sechster Sinn schlägt doch aus. Da kommt er natürlich. So, dann wollte ich den mir auch noch holen. Aber dann kommt wieder einer von hinten. Und wer natürlich? Der Snowball. Wer auch sonst, ne? So, dann gehen wir wieder hoch ans Fenster. Gucken wir mal, was auf dem B-Spot so abgeht. Da hinten wurde er umgebracht, von der Mitte aus. Da hüpft er gerade, aber das habe ich dann, glaube ich, nicht mehr realisiert.
Gehen wir wieder rechts rüber. Und da war die Runde auch schon zu Ende. Schöne Runde, 200 zu 124. Und ja, ich kann ja mal die Tabelle zeigen wieder. Das war ein 44 zu 10 für mich. Drei Eroberungen, drei Verteidigungen. Solide Stats eigentlich. Der Realized war auch ziemlich gut. Und ja, allgemein unser Team war nicht schlecht. Außer die letzten beiden, okay. Die waren, glaube ich, aber auch Level 20 oder 30 nur. Und ja, der Beste von den Snowball hat man ja gemerkt. Die anderen kompletter Bullshit. Alle negativ, komplett in 0,3er, 0,2er KD. Oder 0,5er, ja, manche auch 0,5. Ja, aber eine schöne Runde, schönes Team. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann würde ich sagen, macht's gut, haut da rein.